Zwei Lehrlinge im Modegeschäft Roth in Hartberg absolvierten als eine der ersten in der Steiermark ein Auslandspraktikum und sammelten so neue berufliche Erfahrungen. Ich habe in der Wirtschaftskammer gehört oder gelesen, dass es so etwas gibt, haben uns erkundigt, nicht, dass das eigentlich sehr einfach handelbar ist, haben das dann in unserem Betrieb für unsere 18 Lehrlinge ausgeschrieben und zwei haben sich gemeldet. Das habe ich nämlich noch nie irgendwo gehört von irgendeiner anderen Firma oder so, weil meine ganzen Freunde arbeiten eigentlich und sowas habe ich noch nie irgendwie gehört. Du hast das spontan entschlossen? Genau, es war gleich sofort, wie ich es durchgelesen habe, bis uns gefragt haben und wir gleich gewusst, ja, das will ich machen. Mein Filialleiter hat mir das gegeben, so einen Zettel, und hat mir das durchlesen lassen, hat das alles erklärt, wie das abläuft. Und ja, dann habe ich das eigentlich gleich angenommen. Ich habe immer gesagt, ja, wenn du das möchtest, dann bitte mach das. Du bist nur einmal jung und es ist sicher eine Erfahrung für dich. Und sie wollte es? Und sie wollte es, ja. Und dann habe ich sie natürlich unterstützt dabei. Marina Freitag praktizierte im Kaufhaus Bräuninger in Stuttgart. Es ist ein großes Kaufhaus. Ja? Ja. Hat man da irgendwie eine Scheu, wenn man das erste Mal reingeht? Ja, es ist nämlich, es gibt nämlich einen eigenen Mitarbeitseingang und das ist halt alles sehr groß. Und da hat jeder eine eigene Abteilung. Also es ist nämlich, eine Marke ist für 2-3 Mitarbeiter zuständig, weil es so groß ist. Und da gibt es ja sehr viele Kassen und es ist ganz anders. Vanessa Beretzky absolvierte ihr Praktikum in Malta bei der Michelle Paresso Group. Sicher ist es ein bisschen schwerer am Anfang, weil es einfach die Leute anders sind ein bisschen. Es ist ja eine andere Mentalität und so. Und ein bisschen auf die Leute zugehen ist schwieriger, aber verkaufen ist verkaufen. Egal wo. Ich bin eigentlich gut in Sprachen und deswegen habe ich mir nicht so schwer da. Und ich glaube, da kommt man gleich nach 2-3 Tagen kommt man da einfach rein, weil es so schwer ist nicht. Verständigen kann man sich immer. Es war natürlich am Anfang die Beteiligung relativ gering, abwartend. Aber jetzt hoffen wir durch die positiven Rückmeldungen und durch die Resonanz, dass einfach mehr Betriebe das auch in Anspruch nehmen und ihren jugendlichen Lehrlingen zur Verfügung stellen. Wir haben das bei diesen beiden Lehrlingen gesehen, dass sich das bezahlt macht, also mit ganz anderen Ideen oder ganz anderen Weitblick zurückkommt, welche Möglichkeiten ihm eigentlich offenstehen. Wie kompliziert ist es denn für einen Betrieb, an dieser Aktion teilzunehmen? Es ist eigentlich sehr einfach. Man braucht sich nur bei uns in der Wirtschaftskammer bei der Sparte Handel melden. Wir leiten alles in die Wege. Es gibt einen Verein in Wien, der nennt sich IFA, der diese ganzen Auslandspraktika und Auslandsaufenthalte organisiert und auch die Betreuung vor Ort übernimmt. Was kostet das den Unternehmer? Mit Ausnahme der Abwesenheit des Lehrlings vom Betrieb gar nichts. Es wird gefördert, sehr stark gefördert, und der Unternehmer kann da ganz getrost einen Lehrling ins Ausland schicken. Würdest du das wieder machen? Ja, weil es ist einfach eine Erfahrung und er wird das schon wieder machen. Ja, es war einfach eine Erfahrung. Wie das ist, einfach in einem anderen Land komplett allein und dass man sich da zurechtfindet und auch mit Menschen was zu tun hat. Und ja, hat man schon viel gebracht.